Nur du und ich. So, ich hätte gerne wieder die Ansicht. Dankeschön. Alles klar. Auf geht's in den Keller. Boah, Alter. Das so schlau ist, hier alleine runterzugehen. Nichts, was von Interesse wäre. Okay. Schau, Tobi winselt schon oben. Hier ist nur Müll. Was haben wir hier denn? Dieser Keller wird als Lager genutzt. Alles klar. Da kann keiner ums Eck lauern oder so. Guck mal, was haben wir hier? Eine Tür, die wir nicht aufmachen können. Könnte ja wer rausspringen. Was haben wir hier? Ein Haufen Abfall. Alles klar. Gut, dann. Ah, was haben wir denn hier? Ein Schlüsselloch. Hui, und wir können da rumschauen. Aber ich glaube, da ist nichts Besonderes, ne? Nur ein paar alte Dinge. Genau. Nur ein paar alte Dinge. Ich möchte trotzdem wieder reinschauen. Hier haben wir ja. Ja gut, das war Lager, Lager, Lager. Die Tür ist auch verrammelt. Ist das schon gut, Tobi? Alles gut. Hier ist noch nichts passiert. Guck mal, hier ist wahrscheinlich auch wieder nur, ja. Nein, nicht hier. Auch nur Gerümpel drinnen. So, was haben wir hier? Da hinten geht es weiter zu einem anderen Raum. Alte Sachen. Aber gut, interessiert uns auch nicht. Gut, dann nächste Tür. Ist hier vielleicht irgendwas von Interesse? Ein gewöhnlicher Lagerraum. Alles klar. Und hier kann man nicht rein. Auch nur Gerümpel. Nur Abfall. Ach, nicht einmal Gerümpel, sondern Abfall. Gut, dann bleibt mir nur noch die Tür über. Die sieht auch etwas anders aus als die anderen Türen. Da bin ich mal gespannt. Da haben wir ein Bild von unserem Tom. Was ist denn hier los? Ein Bild von Tom. Mal sehen, ob wir die Tür aufbekommen. Mit Gewalt geht alles. Also, wir dürfen jetzt Dietrich spielen. Einsetzen. A. Ich zu den Dietrichen bestätigen. Wow. Mega sicheres Schloss. Bin beeindruckt von dieser Sicherheit. So, jetzt sind wir da in Hearsts Lagerstätte. Was haben wir hier denn Schönes? Einen Brief. Lieber George, ich verstehe dich und es ist so traurig. Wie auch du kann ich keine Arbeit finden, nicht mal etwas für eine Stunde oder so. Meine Kinder haben nichts zu essen. Wenn ich um Arbeit bitte, heißt es immer, dass kein Bedarf sei, verwundeten Leuten wie mir. Unsere militärischen Verdiensten zählen einfach nichts mehr. Wir haben für unser Land im Krieg gekämpft, aber jetzt lässt es uns im Stich. Niemand interessiert es, was aus uns wird. Dein Freund Jack. Okay, was haben wir denn hier? Oder denn, im Namen Ihrer Königlichen Majestät, Königin Victoria des Vereinigten Königreiches von Großbritannien und Irland, erkläre ich Frederick Russell Burnham, Major der britischen Armee, hiermit, das Land schuldet George Hurst, einem ehrenhaften Soldaten des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Irland, für seine tapferen militärischen Dienste den allergrößten Dank. Die britische Armee verleiht ihm hiermit die Medaille für hervorragende Dienste und entlässt ihn aufgrund der Verletzung, die er sich im Einsatz zugezogen hat, ehrenvoll in den Ruhestand. Major Frederick Russell Burnham. Schönes Schreiben. Was haben wir hier? Sieht nach einem Munitionspaket aus. Kann ich erkennen, für was? Savages oder für irgendwas? 303er. Dieser Schachtel hier war wohl voller Munition. Da sagst du was, mein Junge. Wäre ich nicht drauf gekommen. Hier hat etwas an der Wand gehangen. Okay, LB. Ach, krass. Ich sehe Geister. Wie krass ist denn das da? Kann ich jetzt anschauen? Es gab hier ein Gewehr. George Hurst hat es mitgenommen. Nein, er hat es da gelassen. Sonst würde ich es ja nicht sehen. Ich weiß, wir haben jetzt was wieder zum Herleiten, aber ich gucke vorher noch um. SUPOK. Da hat er so richtig das kleines Lager hingemacht. Was haben wir hier Schönes? Eine Karte. Eppington Forest. Interessant.
Sonst kann man ja auch nichts sehen. Hier gibt es da irgendwas. Bilder, Bilder, Schlacht, Gepäck. Das dürfte die Frau gewesen sein. Hier im Bild. Hier dürfte er sein als junger Mann. Ich schau gleich da unten. Stopp der War. Stopp der War. Sonst irgendwas Interessantes hier? Nein? Gut, dann gucken wir uns mal auf den Tisch um. The Daily Mirror. Ein Artikel über die Lords und das Ausbildungsprogramm. Was wollte Hearst damit? Daily Mirror. Lord Marsh hat mit seinen Freunden Lord Harrington und Lord Collins eine als Sonderausbildungsprogramm bezeichnete gemeinnützige Initiative ins Leben gerufen. Initiative. Ach Gott, meine Aussprache. Indem diese drei Herrschaften den Armen in unserem Land zu einem besseren Leben und zu einer sicheren Zukunft verhelfen, leisten sie auch in beachtlicher Manier ihren Beitrag dazu, unsere Gesellschaft, die nicht von Problemen und Schwierigkeiten verschont wird, stetig und langfristig zu verbessern. Klingt ja ganz angenehm. So, kann ich den Stift aufnehmen? Der ist sehr verdächtig. Oder hier den Zirkel? Nein. Hier ist ein Kuvert. Mein lieber Tom, wenn du diese Zeilen liest, heißt es, dass ich nicht mehr am Leben bin. Es tut mir unendlich leid, dass das so gekommen ist. Aber ich hatte keine andere Wahl. Das musst du wissen. Du bist ein sehr kluger Junge und ich bin unglaublich stolz auf dich. Eines Tages wirst du alles verstehen und mir vergeben. Ich liebe dich über alles, mein Sohn. Verzweifle bitte nicht. Versuche glücklich zu sein. Du wirst auch ohne mich zu einem tapferen jungen Mann heranwachsen. Und zwar schneller als du denkst. Dabei wirst du niemals alleine sein. Deine Mutter und ich werden von Himmel aus stets auf dich aufpassen. Dein dich liebender Vater. Okay, gut. Haben wir das auch. Und hier haben wir noch Karten. Ist das nicht verdächtig? Oder hier der Brief? Nee, okay, dann schauen wir hier. Vergleichen wir diese Liste mit dem, was wir zuvor gefunden haben. Na, alles klar, Mr. Holmes, mach mal das. Dies ist die Liste der ausgewählten Teilnehmer am Sonderausbildungsprogramm im Oktober. Laut diesem Plakat wird John Strawbridge vermisst. Vergleichen wir sie mit den Namen in Hursts Dokumenten. Name, Gruppe. Daniel Horns, Gruppe B. Daniel Smith, Gruppe B. David Papillion, Gruppe C. Edgar Bristol, Gruppe B. Edgar... Avance, Gruppe A. Achso, falsch herum. So. Garfield Little, Gruppe C. Harold Davis, Gruppe A. Henry Hapard Scott, Gruppe A. Henry Pelham, Gruppe C. John Strawbridge. John Strawbridge, Gruppe S. X, 17. Oktober. Alles klar, das ist der da und der da. Dieser Mann kommt in beiden Listen vor. Gucken wir mal weiter. Schon wieder falsch herum. John Thomas, Gruppe A. Orson Langley, Gruppe C. Oswald Turner, Gruppe B. Patrick Tanner, S. Gruppe S, X, 3. Oktober. Moment mal. Patrick Tanner haben wir auch hier, oder Tanner, oder wie man es immer ausspricht. Reingold Staple, Reinhold. Ach Gottchen. Reingold Staple. Stable, oder keine Ahnung, SX 31. Oktober. Irgendwie sind alle, die was S und Oktober sind. Ja gut, Oktober kann man auch in der Liste vor. Schon wieder. So, Name, Robert Taylor, Gruppe A, Robert Brown, Gruppe B, Thomas Kelly. Haben wir wieder beide. Gruppe S, 10. Oktober. William Bowles, Gruppe C. William Teacher, Gruppe S, 24. Oktober. Interessant. Alle Namen aus Marshs Liste sind in Hursts Dokumenten markiert und mit Datum versehen. Aber warum? Gruppe S, ja gut, da haben wir das alle eh durchgelesen. Da müssen wir nicht nochmal reinschauen. So, jetzt können wir anscheinend einiges herleiten. So, vermisst. Zeitungsartikel. Abschiedsbrief. Church Hearst. Scouts. Vorbereitung. Okay, vermisst passt nirgendwo hin. Zeitungsartikel. Vorbereitung. Church Hearst Wohnung.
Robert Scout. Abschiedsbrief. Passt auch nichts dazu. Zeitungsartikel. Ich probiere mal alles durch. Man kann ja nie wissen. Besonderer Job. Keine weiteren Informationen. Vorbereitung. So. Passt auch nichts so. Abschiedsbrief. Verwundung passt auch nicht. Lover Scout passt auch nicht. Keine weiteren. Oh. Keine Rückkehr. Charles Horst wusste, dass er von seinem besonderen Job nicht zurückkehren würde. Deswegen hat er einen Abschiedsbrief von Tom geschrieben. Letzte Chance. George hat seinen Abschiedsbrief geschrieben. Okay. Ich will mal sagen, wir bleiben mal optimistisch und sagen, es besteht die Möglichkeit, dass er noch am Leben ist. So. Haben wir Hinweise? Keine Information. Besonderer Job passt auch nicht. Vorbereitung. Alles klar, jetzt haben wir hier ein kleines Detail. Echte Lover Scout. George Hurst gehört zur Scharfschützeneinheit der Lover Scouts. Ein Scharfschütze? Okay. Das wollte ich nicht. Gut, dann gucken wir da nochmal hinein. Sorry. Ah, es wird ja immer weniger. So, da passt wieder nichts dazu. Keine weitere Mission. Was ist besonderer Job? Letzte Chance. Hier mal wieder was. Kein friedlicher Job. George Hurst besonderer Job ist ohne Zweifel keine friedliche Tätigkeit, wenn er dafür sein Gewehr mitgenommen hat. Nee, ist ganz friedfertig, wenn man Waffen mitnimmt. So, haben wir hier noch vermisst, passt nichts dazu hin. Zeitungsartikel haben wir auch schon überall. Okay. Hier gibt es nichts mehr zu holen. Dann schauen wir mal weiter. So, da ist anscheinend nichts passiert. Ich renne mal wieder. Gehen wir da raus zu Trubi, der macht sich schon Sorgen um uns. So, und hoch mit dir. Machst du die Tür auf? Danke. Na, Trubi. Bravo, Toby. Die beste Spürnase im Königreich. Jupp. Immer die Nase unten am Boden. So, ich würde sagen, mit unseren Informationen. Was ist das schon wieder? Untersuchung George Hurst Keller. Das haben wir ja gemacht oder haben wir was übersehen? Guck nochmal runter, man weiß ja nie. So. Name, was wir sehen, weil das noch immer ein Rufzeichen ist, nicht abgehakt. So sieht meine Wohnung aus im Keller. Nee, keine Ahnung. Haben wir noch irgendwas übersehen? Ich habe mal alles mitgenommen. Hier haben wir auch. Das haben wir auch. Vielleicht hier was übersehen. Epic in Forest. Eine Karte von Epping Forest. Okay, wir haben einfach nur nochmal die Karte anschauen müssen. Die Siege von Bedürftigen. Ach, jetzt haben wir hier auch wieder was dazu. Keine weiteren Informationen. In Marsh Haus eindringen. Schleichen Sie in das Haus von Lord Marsh und finden Sie mehr über das Sonderausbildungsprogramm heraus. Ach, du Heilige. Das dürfen wir auch noch. Einbrecher spielen oder was? Ich bin noch nicht fertig, mich herleiten. Okay, warum auch nicht? Liste von Düftigen vermisst. Hat auch noch Informationen. Verschwunden. Möglicherweise sind alle Teilnehmer der Gruppe S des Sonderausbildungsprogramms verschwunden. Okay. Da haben wir ein Video in allerhand, wir bekommen jetzt einiges. George Hurst war zwar interessiert am Sonderausbildungsprogramm, aber das war auch schon alles. Nee, der hat sich wirklich informiert darüber. George Hurst hat Informationen über die Bedürftigen und Lords gesammelt, die mit dem Sonderausbildungsprogramm zu tun haben. Das war ja nicht nur Interesse, das war ja schon wirklich Hardstalking, würde ich sagen. Oh. Das schließt sich dann alles zusammen zu... Hurst wusste Bescheid. George Hurst wusste darüber Bescheid, dass einige Teilnehmer im Sonderausbildungsprogramm verschwunden sind. Wird ja immer interessanter, die ganze Geschichte. Muss sonst noch was herleiten? Nein, jetzt sind Muster Quantum Club drinnen. Gut. Damit alles. Dann würde ich gerne jetzt wieder nach oben gehen.
Bei Bedarf. So, sonst gibt es hier nichts mehr, ne? Nein. Dann wieder hoch in den freien Himmel. Ich renne wieder mal komplett gegen die Tür. Sehr geil. So. Na, Tobi. So, dann machen wir wieder mal Schnellreise. Falsche Taste gedrückt. So. Schleichen Sie das Haus von Lord Marsh. Alles klar, machen wir gleich. Zuerst fahren wir aber... Nee, wir gehen jetzt direkt hin. Warum sollen wir da jetzt warten? Da raucht er doch genüsslich. So. Und fortfahren. Puh, da musst du noch nachladen. Holmes, was machen Sie hier? Was führen Sie im Schilde? Eine geheime Mission. Sie, Watson, müssen den gewissenhaften Arzt spielen, während ich mich in das Haus schleiche. Nur so können wir dem kleinen Tom helfen. Alles klar. Gut, kann ich jetzt wieder in die andere... Okay, ich kann jetzt nicht in die andere Ansicht. Schade, ich dachte... Gut, dann machen wir wieder Third Person. Aber jetzt da. Nee, kann ich auch nicht. Gut. Dann nehmen wir wieder mal, glaube ich, die Hintertür. Wir haben ja eh die Triche. So, einmal den 1er. Und dann brauchen wir den 2er. Da ist kein Platz für diesen Dietrich. Also. Zum Schloss entfernen, damit wir vorne den anderen Dietrich wegtun. Alles klar. So. Und drinnen. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich möchte zu Lord Marsh. Warum? Ich würde gerne Lord Marsh sehen, wenn Sie erlauben. Oh, oh. Hier. Oh, Sie Tollpatsch. Passen Sie doch auf. Ich muss wirklich zu Lord Marsh und ihn untersuchen. Fischer, bitte, lassen Sie Dr. Watson rein. Gute Arbeit, Watson. Irgendwas hat der Kerl gegen uns. Ich muss das Arbeitszimmer weiter durchsuchen. Okay, hier haben wir eine schöne Donnerbüchse. Hier, komm mal raus, hier mein Regal. Hier kann ich mich verstecken. Alles klar. Okay, das Bild ist leicht verstörend. Oder ist das Kleine da oben schön? Sind das... Nee, ich dachte schon, da hängen Menschen runter. Aber das Bild, das ist echt... Das ist doch wirklich pornös, pornöse Jagdgesellschaft. Einen Bären, einen Wasserbüffel und einen Löwen. Lord Marsh ist ein alter Jäger. Die haben echt so viel Zeit gehabt. Hier ist das berühmte Wappen, mit dem kann ich aber nichts anfangen. Gut, dann gucken wir mal auf dem Schreibtisch. Was haben wir hier Interessantes? Hier kann man nichts nehmen. Ah, hier mal was. Sehr geehrter Lord Marsh, dank Ihrem wundervollen Ausbildungsprogramm hat sich mein Leben völlig geändert. Ich wusste nicht, wie ich Ihnen danken sollte, deswegen habe ich Ihnen diese Blumen gefügt. Vielen Dank. Okay, also ist das Sonderausbildungsprogramm schon mal nicht mehr gelungen. So, das war ungefähr hier. Was haben wir denn hier? Bis zu diesem Tage wurde durch das Sonderausbildungsprogramm schätzungsweise über 200 Menschen vor dem Leben und dem Tod in der Gosse gerettet. Sie wurden dazu gebracht, an den wichtigen Grundlagen für unser blühendes Empire mitzuarbeiten und ihren Teil zu unser aller Wohlstand beizutragen. Dies vor allem der Vision und der weisen Voraussicht von Lord Marsh zu verdanken, der zu unseren fortschrittlichsten und klügsten Politikern gehört. Er hat überwältigende Arbeit in diesem Bereich geleistet, ohne
sich auch nur im Ansatz von der haltlosen Kritik und anderen Hürden durch seinen arroganten Kollegen behindert zu lassen. Die einfach nicht über ihren Tellerrand hinaus wollen. Alter, was los mit mir? Kann ich nicht mal lesen oder was? Es ist doch... Ich sollte, glaube ich, mehr schlafen. So, sonst irgendwas Interessantes. Hier kann ich nichts nehmen. Kann ich das... Oh, das Buch kann ich noch aufheben. Aber nächsten Brief. Noch mehr zum Vorlesen. Toll. Sehr geehrter Lord Collins, ich bin absolut sicher, dass wir im Hinblick auf das Wohl des Empire viel von jenen lernen können, auf deren Rücken wir nur allzu gerne stehen. Von denselben Menschen, die wir mittellos und hungernd in den Schatten unserer Städte ihrem Schicksal überlassen, hierzulande wie auch in anderen Ländern. Lord Marsh. Okay, interessant. So, wir sollen jetzt in den Detektivmodus. Okay, da ist der Bär. Ich sehe aber nirgends so einen Löwenkopf. Nur den Bärenkopf. Oh, Fingerabdrücke. Mal sehen, ob sich der Tresor knacken lässt. Doktor, Sie konnten es wohl kaum erwarten, mich erneut zu besuchen. Ganz genau. Erlauben Sie mir, Sie zu untersuchen? Eine zweite Meinung, damit der große Lord Marsh nicht plötzlich der tote Lord Marsh ist? Nun, wenn Sie es so ausdrücken, sehr gerne. Soll ich mich in Ihr Büro zurückziehen, Milord? Nein, Doktor, bitte, bleiben Sie hier. Ich werde Ihre Hilfe brauchen. Soll noch etwas zu Bruch gehen? Das wird sich zeigen. Alter, was ist denn das für ein komischer Vogel? Auf jeden Fall, wir müssen uns verstecken. Oh, nein, 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 nein. Huh. Okay, ärgert sich über irgendetwas. Er hat nicht bemerkt, dass hier am Tisch ein bisschen umgeräumt ist. Und hier da... Was war denn das da für ein Typ? Oder hat sich genau deshalb geärgert? So, wir dürfen jetzt hier irgendwo was... Das wollte ich nicht. Nach rechts... Achso, so geht's. Was ist denn erlaubt? Obala. So. Hier. Oh, da. Die 22. Noch eins. Moment. Da. So. Sesam, öffne dich. Na gut, das war jetzt nicht allzu schwer. Was haben wir da? Viel Geld. Viel Geld. Meins kann ich leider nämlich nicht mitnehmen. So, was haben wir hier? Ich bewundere all diese Bedürftigen so ungemein. Sie sorgen für so viel frischen Wind. Mit ihnen zu kommunizieren ist eine wahre Freude und sie sind so klug. Nicht so wie wir. Vielleicht sollten sie Lord sein und wir gewöhnliche Menschen. Lord Harrington. Okay, interessante Ansicht. Warum? 7. November. Das heißt, das Treffen soll heute stattfinden. Matt. Sehr geehrter Lord Marsh, unser Treffen findet bei der Grunstone-Eiche am 7. November statt. Dieses Schreiben liegt einer Karte bei, damit Sie den Treffpunkt ohne Probleme finden können. Lord Collins. Was? Alles klar, wir können was herleiten. Hinweise. Okay, damit kann ich nichts machen. Ah, hier haben wir was. Jäger, Lord Marsh und seine Freunde sind leidenschaftliche und erfahrene Jäger. So, ein Hinweis fehlt uns da noch. So, sonst gibt es hier nichts mehr für mich, oder? Nope. Dann kann ich da ja wieder rausgehen. Ich würde sagen, Sie leiden womöglich doch nicht nur an einer einfachen Grippe, Lord Marsh. Wo ist denn Ihr werter Freund, Dr. Watson? Oh, er steckt seine Nase bestimmt gerade wieder in anderer Leute Angelegenheiten. Oha. Da hat's gebumst.
Mylord, es tut mir leid zu stören, aber ich muss Sie an Ihre Verabredung erinnern. Schon so spät? Verzeihen Sie, Dr. Watson, aber wir werden woanders erwartet. Können wir Sie ein Stück mitnehmen? Sie gehen aus? Das ist in Ihrem Zustand nicht sehr ratsam. Das ist lieb gemeint, aber das Elend ruht nie. Ich werde gebraucht. Nun, passen Sie gut auf sich auf, Lord Marsh. Ich werde Ihnen meine Diagnose zukommen lassen, Dr. Fischer. Danke, Dr. Watson. Auf Wiedersehen. Die ganze Sache stinkt ja bis zum Himmel hinauf. Aber sowas von. So, was haben wir hier jetzt da? Analysieren. Das Tuch von Lord Marsh mit Blutflecken um. Im Archiv. Auf der Karte eine Eiche suchen. Eine Karte von Epic Forest gefunden. Alles klar. Sonst gibt es hier auch nichts Besonderes für uns. Guck mich nicht so an. Ich bin auch nur ein Spieler. So. Dann würde ich mal sagen, gehen wir analysieren. Dann schauen wir in den Archiv und dann auf der Karte. Ich glaube, so machen wir es. In genau der Reihenfolge. So, da ist ja schon ein Kollege, der analysieren tut. Watson, was machen Sie an meinem Tisch? Ich muss nur etwas von Lord Marsh überprüfen. Alles klar. Meine Intuition sagt mir, dass Lord Marsh etwas über seine Krankheit verschweigt. Sein Husten, sowie sein Fieber und die starken Schmerzmittel bringen mich zu dem Schluss, dass er ernsthaft krank ist. Mhm, gut. Sehen wir uns das einmal an. Alles klar, da können wir jetzt Fokus machen. Achso, jetzt habe ich schon so scharf wie möglich. Okay, dann hier. Auswurf mit kleinen Blutstropfen. Ekit. Ich könnte eine Probe davon unter dem Mikroskop untersuchen. Alles klar, dann suchen wir mal die Pipette, oder? Hier. Habe ich fast nicht gesehen. Ja. Nehmen wir da, was ganz rot ist. Da. Nimmt erst wieder von da. Schön hast du da gemalt. Gut, aber jetzt die Pipette, ne? Komm, Nipper. Also jetzt müssen wir da wieder ranzoomen. Der Probe mit Chemikalien Farbe hinzu. Alles klar, mein kleiner Chemielabor. Mein erster Chemiekasten. So. Jetzt da. Oh, die Steuerung ist mit Maus viel besser bei sowas. Gut, dann da. Ich kenne mich da nicht aus. Ich mache einfach nur die Reihenfolge. Blub. So, wir brauchen auch nicht sauber machen. Das macht man ja nicht in der Medizin. So, auch wieder ein Tröpfchen rauf. Das ist weiße Farbe, warum auch immer. So, und hier nochmal. Nehmen wir da ein kleines Tröpfchen. Sehen wir uns nun die gefärbte Probe unter dem Mikroskop an. Alles klar, Dr. Watson. So, hier hin. Egit. Also sieht da rein gar nichts. Oha. Was ist denn das? Mykobakterien. Lord Marsh ist ganz offensichtlich ernsthaft krank. Holmes, die Angelegenheit ist sehr ernst. Wie ich bereits befürchtet habe, Lord Marsh leidet an Tuberkulose. Sagen Sie bloß. Ja, das sage ich. Und Holmes, er wird sterben, wenn er nicht so schnell wie möglich in ein Sanatorium geht. Und dennoch setzen Lord Marsh und Dr. Fischer alles daran, diesen Umstand geheim zu halten. Interessant. Aber warum? Ja, warum, Watson? Aber, mein Gott. Glauben Sie etwa, dass er sich die Krankheit bei der Hilfe für die Armen zugezogen hat? Wie schrecklich. Ich muss nun etwas erledigen, was ich nicht aufschieben kann. Seien Sie bitte sehr vorsichtig, während ich weg bin. Diese Krankheit ist extrem ansteckend und bedenken Sie, es sind Frauen im Haus. Was? Ach so, altes Denkgut, ne? Vielen Dank, Miss Alice. Bis später. Wir sehen uns später, Caitlin. Wo warst du? Sie hat mir ein Buch gegeben. Sie ist so nett. Ich glaube, sie mag dich. Wohl eher nicht. Wie steht es um deinen Fall? Es geht so. Dracula? Ja. Wusstest du, dass das Buch bei uns im Internat verboten ist? Sieh an. Gut, ich würde sagen, wir reden mal mit unserer Töchterchen. Oh, das ist so...
so romantisch. Okay, gut. Die stöhnt da und findet Dracula romantisch. Dabei ist das nicht ein blutrünstiges Buch? Keine Ahnung. Ich habe es nie gelesen, um ehrlich zu sein. Eines der weniger Bücher, das ich noch nicht gelesen habe. So, wir wollten jetzt, genau, im Archiv wollen wir noch was nachgucken. Untersuchen Grunstern-Eiche. Verletzungen, Kampfsportarten, Kriminalistik ist das nicht. Zeitungen werden wir auch nicht finden. Lexikon. Botanik oder Geschichte. Ich schau mal Botanik. 100 legendäre Eichen, ein Glanz. Die Grunstone-Eiche ist ein seltsamer und geheimnisvoller Baum, der in Epping Forest steht. Der Ursprung des Namens ist nicht überliefert, auch wenn sie zahlreiche Legenden und Sagen um den Baum ranken. Unter anderem wird behauptet, dass er etliche Jahre lang Hexen ihre Zeremonie in der Nähe dieses Baumes ab... Was? Unter anderem wird behauptet, dass etliche Jahre lang Hexen ihre Zeremonien in der Nähe dieses Baumes abhielten. Diese Rituale würden letztlich dafür sorgen, dass jeder, der den Stamm der Grunstone-Eiche berührt, auf all die Zeiten verflucht sei. Da, gefunden. Netter Ansatz. So, dann guck mal. Grunstone-Eiche steht in Epping Forest. Das ist der Ort, der auf Hursts Karte zu sehen ist. Schlau kombiniert. So, nochmal, lies ich es nicht vor. Dann gucken wir uns das Ganze mal hier an. Versuchen wir den Ort mit Hilfe dieser Karte zu finden. Okay, das kann lustig werden. Budget Hill. King of Plan. Wir müssen irgendwo was Seehaftes finden. Mit dem Moment mal, was denn hier mit? Da ist er. Verdammt. Ich muss mich beeilen, wenn ich erfahren will, was im Wald vor sich geht. Oh oh. Vater, dieser Junge, Wiggins, kommt er öfter hier vorbei? Er hilft mir manchmal bei meinen Ermittlungen. Warum fragst du? Ich will mit ihm plaudern. Plaudern? Vater, im Internat gibt es nur Mädchen. Und die sind alle so unglaublich langweilig. Wiggins hat bestimmt viele spannende Geschichten über sein Leben hier in London auf Lager. Es wäre so romantisch. Schockiert, Scherz, ratlos. Ich glaube, die steht auf dem Wiggins. Was soll ich jetzt nehmen? Schockiert, vernünftig, ratlos, scherzen. Sag mal so, wenn ich eine Tochter hätte. Und so, was komm, ich würde eher scherzend sein. Komm, sei mal lustiger Onkel. Okay, ich kenne dich doch. Du wirst ihn verschrecken. Er wird dann nie wieder hierher kommen. Glaubst du das wirklich? Das gefällt mir. Oh, Kate. Ich lass dich jetzt alleine. Okay. So, wir können wieder was herleiten. Mach mal auch. Karte, Einladung. Hörst du wusste Bescheid. Daher. Und das ergibt wieder nach Epping Forest gehen. Okay, es wird spannend, Leute, es wird spannend. Uns fehlt doch noch ein Hinweis. Ja, haben wir irgendwas übersehen? Keine Ahnung, wir werden es gleich erfahren. Also, gut, da mache ich schon Schnellreise. Ich will jetzt, das wollte ich nicht. So. So, da wissen wir alles schon. Tuberkulose, Epping Forest. Finden Sie heraus, was in Epping Forest vor sich geht. Alles klar. Gut, dann reißen wir mal hinten und gucken wir, wie es weitergeht. Hui, jetzt wird's, glaube ich, spannend. Nach dem Ladebildschirm.